Hallo aus Epcot. Wir sind heute beim Food and Wine Festival unterwegs und haben gerade beschlossen, dass Next Eats zumindest mal einen genaueren Blick wert ist. Das mehrere Buden. Und wahrscheinlich gibt es da auch den einen oder anderen Snack für uns. Ja, schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so fleischlos ist, aber wir schauen uns mal an. Was da überhaupt? Ja. Wir werden davon berichten. Schauen wir mal. Da kommt Active Eats zuerst mal. Ah, Loaded Mac and Cheese. Ich glaube, die Entscheidung hier nicht zu essen hat sich gerade in Luft aufgelöst. Und da ist auch Fleisch drauf. Ah. Ja, seht ihr. Aber wir gehen erst noch rum und zeigen euch, was es noch gibt. Also das ist bei Active Eats. Dann gibt es da drüben noch Coastal Eats. Weil ich mich frage, was Active Eats mit Mac and Cheese zu tun hat. Deshalb bin ich nicht mehr sonderlich active. Ja, ist was dran. Coastal Eats, also Seafood wahrscheinlich. Ja, da ist die Karte. Da ist auch eine. Ach, da ist auch eine. Da gibt es Lump Crab Cake, Baked Shrimp and Scallop, Scampi Dip und ein paar Chifico True Strip Best Tostada. Okay, schauen wir mal weiter. Da gibt es Birth Eats. Schauen wir mal, was die so im Angebot haben. Der Impossible Burger Slider und Impossible Cottage Pie. Okay, ich würde sagen, du holst die Mac and Cheese und ich hole hier den Impossible Burger. Genau. Und dann treffen wir uns gleich an einem Tisch wieder und zeigen euch, wie das Essen so aussieht und berichten, wie es geschmeckt hat. Ja. Gut, dann bis gleich. Erste Runde. Wir haben einmal den Impossible Burger Slider, also mit Veggie Patty, mit Wasabi-Creme und einem würzigen asiatischen Krautsalat auf einem Sesambun. Dazu haben wir einen Suya Organic Kombucha Green Apple Tee. Hier haben wir die Loaded Macaroni and Cheese mit Pepper Bacon, Cheddar Cheese und Frühlingszwiebeln, genau. Ja. Und dazu ein Sparkling Water, aber ein besonderes Sparkling Water, nämlich ein MIA Beer Company HRD WTR Key Lime Hard Sparkling Water. Und Sparkling Water hat hier 5%. Ja. Aber Key Lime interessiert Dörte immer, deshalb habe ich das genommen. Wir sollten noch vielleicht dazu sagen. Achso, die Preise, genau. Der Impossible Burger $5.25. Der Green Apple Kombucha $4. Ja, und das, was ich habe, auch irgendwas, aber da habe ich einen Zettel. Das Sparkling Water $4.50 und den Mac and Cheese $5.25. Okay. Dann werden wir uns zu den nächsten Buden aufmachen. Ein kurzes Fazit zu der hier. Oder zu den beiden hier. Ich fand beides lecker, aber man wird es kaum glauben. Ich fand den veganen Burger besser als den Mac and Cheese. Ja, das ist echt erstaunlich. Ja, das, also die Bacon Cheese waren sehr cremig, hatten auch durch den Bacon, den Crunch, ne? Crunch, das war alles sehr lecker. Mir waren sie etwas zu würzig, also nicht im Sinne von scharf, sondern ja seltsamerweise wieder zu salzig, obwohl ich selbst sehr gern salzig esse. Der Burger war der Hammer. Also das der Impossible Burger, in Deutschland ist glaube ich dieses Beyond Meat, das aktuell so gehypt wird, haben wir auch schon probiert, ja, aber viel trockener. Ja. Also das hier ist, der ist viel saftiger als dieses Beyond-Zeug. Ja. Das hat mir nicht wirklich gefallen. Dörte fand es okay. Und den Impossible fand ich super. Also ich, das okay war auf das Beyond Meat in Deutschland bezogen. Der hier war super. Super, total saftig, super lecker, auch richtig aromatisch. Also klasse. Hier wäre das Chocolate Studio. Das ich lassen wir bei der Hitze gerade. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber es ist knallheiß, wie immer. Und ne, Schokolade jetzt am... Nee. Also Schokolade mag ich morgens nicht so, mittags und abends eigentlich auch nicht. Cheese Studio weiß ich auch noch nicht so richtig. Müssen wir mal gucken, was es gibt beim Cheese Studio. Da können wir vielleicht Stempel sammeln. Mac and Cheese hat übrigens keinen Stempel. Wir hatten gestern schon mal kurz angekündigt, dass es Emils Fromage Montage gibt. Aber leider für Mac and Cheese gab es keinen. Nee, das stimmt. Aber für Schinkennudeln, vielleicht soll ich auch noch essen. Wir schauen mal, was es hier beim Cheese Studio gibt. Soufflé vielleicht? Oh, bei der Hitze Soufflé, dann lieber Sprogganoff. Nee. Ich bräuchte mal Fleisch. Bei der nächsten Station vielleicht. Aber dann lassen wir es eher aus.
Also, oder du isst es und ich das andere, aber zu viel. Nee, zwei ist zu viel an einem Stand. Wir wollen ja mehrere Stände probieren. Maple Bourbon Cheesecake? Das ist zu süß, oder? Ja. Nee, wir können auch das... alle Geschmäcker bedienen. Oh. Nee, muss ja nicht sein. Wir können also, Leute will, dass wir für euch das da essen. Ja, wir da. Ja, guck mal, sieht doch lecker aus. Aber nicht so. Muss nicht sein, okay. Wir suchen, überlegen mal noch. Vielleicht erstmal was hier. Ja, beim Cheese Studio essen wir erstmal nichts. Wir konnten uns nämlich nicht einigen. Dörte hätte lieber das Soufflé oder den Cheesecake gehabt. Ich das Stroganoff. Cheesecake ist mir einfach um die Uhrzeit als Nachspeise, bevor wir wirklich mal überhaupt was anderes gegessen haben. Mit diesen zwei Kleinigkeiten mag ich nicht. Und Dörte mag kein Stroganoff. Jetzt nicht. Ne? Ja. Vielleicht schon, aber mal gucken, was hier bei Wine and Dine gibt. Also das Tree of Artisan Cheese, das finde ich nicht so spektakulär, nee, weil ich mir gute Käse auch so einfach kaufen kann. Butternut Squash Ravioli. Ja. Hört sich ganz interessant an. Sorry. Oder die Jakobsmuscheln wären auch ganz gut. Aber vielleicht sollten wir, ich glaube sogar die Ravioli, auch ja, das Vegetarische. Gut, das stelle ich an. Ja. Hier seht ihr nun die Butternut Squash Ravioli. Genau, unser zweites, vegetarisch. Oder das ist, glaube ich, auch vegan. Nee, der Käse nicht. Also vegetarisch nur. Vegetarisch. Ein Gericht für heute. Es kostet $4.50. Sind zwei Ravioli. Das ist schon wirklich ein kleines Häppchen. Ja. Aber sieht lecker aus. Ja. Es wird auch gerade noch weiter gegart. Der Tisch ist so heiß. Ich habe gerade meine Hand draufgelegt. Ich habe mich an diese Platte vom Teppanyaki von gestern erinnert. Okay. Also es ist... Schattenplätze sind hier rar gesät und dann natürlich sofort belegt. Genau. Aber wir probieren mal. So, unser Besuch im The Wine and Dine Studio ist auch schon wieder zu Ende. Ja. War ja auch nicht so viel zu essen. Eigentlich wirklich. Und? Ich fand den Ravioli lecker, der war an sich ein gut gemachter Ravioli aus einer Manufaktur oder beim Italiener direkt selbst gemacht. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen... Eben habe ich gesagt, Mac and Cheese hat ein bisschen zu viel Salz dran. Hier finde ich, hätte etwas besser gesalzen sein können. Okay, da hatte ich jetzt noch keine Probleme. Aber es war auch hier ein schöner Crunch mit Kürbiskerne. Und die Vinaigrette war lecker. Butter, Vinaigrette. Also aus brauner Butter. Zerlassener, gebräunter Butter. Und war insgesamt lecker. Aber da hätten wir jetzt ein Ticken mehr Salz mit dran sein können. Hawaii scheint sehr gutes Essen zu haben, denn da ist die Schlange vergleichsweise lang. Ist die Frage, ob wir schon wieder was brauchen? Ja. Es muss das Ding noch bewerten. Der Ravioli, ja. Also ich schließe mich da an. Also es schmeckt so ähnlich, wie wir kennen einen kleinen Pasta-Hersteller. Da kann das durchaus mithalten. Also war gut. Und für mich war nicht zu wenig Salz dran. Also ich fand es lecker. Es gibt hier Kalua Pork Slider, Grilled Tuna Tataki, Teriyaki Glazed Spam Hash und Passion Fruit Cheesecake. Ich würde den Pork Slider probieren. Wein hat man wirklich noch nicht. Ja, gut. Süßes, sauer, Pineapple Chutney hört sich gut an. Tuna Tataki ist auch gut. Entscheidet diesmal, was du möchtest. Wir überlegen mal noch. Und dann werdet ihr sehen, für was wir uns entschieden haben. Wir haben uns für das Spicy Tuna Tataki entschieden, aus Hawaii. Kommt quasi direkt aus Aulani, also steht auch in Aulani im Disney Resort auf Hawaii auf der Karte. Und natürlich wird dann gleich ein bisschen Werbung für den Vacation Club mitgemacht. Aber wir fanden es ganz witzig, was aus Aulani direkt zu essen, und das probieren wir mal. So, langsam kennt ihr das Schema des bisherigen Vlogs. Wir schauen, was wir essen könnten. Wir zeigen es euch, wir essen, wir laufen weiter und machen ein Review. Ja. Vielleicht hier noch eine Info. Der Tuna hat $5.25 gekostet. Und war, ja, okay, würde ich jetzt sagen. Der Tuna hätte ein bisschen mehr Marinade vertragen können, finde ich. Eigentlich Pfeffer, sonst habe ich nicht sehr viel mitbekommen. Und der Rest, alles in Ordnung, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, brauche ich nochmal. Ja. So geht mir jetzt auch. Also ich fand die Wasabi-Creme sehr lecker. Der lass mal ganz kurz gucken, was bei Australien gibt, aber wir wollen mal irgendwo rein, ein bisschen abkühlen und trocknen, aber wir wollen euch ja zeigen, was es gibt. Also eine Grilled Sweet and Spicy Shrimp, Roasted Lamb Chop,
und eine Deconstructed Pavlova. Gut, das ist auch, glaube ich, nichts, was wir jetzt unbedingt wollten. Was Süßes wollen wir noch nicht unbedingt. Shrimp hatten wir jetzt ein paar Mal. Und ja, die Slamkarree hört sich jetzt nicht so extravagant an, dass man es unbedingt probieren müsste, denke ich. Ja, also ich fand den Tuna der Fisch, denke ich, war von der Qualität her gut, soweit ich das beurteilen kann. Die Wasabi-Creme war gut, aber mir hat auch die Würze gefehlt. Das war, also am Tuna selbst, da hätte ein bisschen anders mariniert sein, ein bisschen mehr mariniert sein dürfen oder ein bisschen länger. Vielleicht noch ein bisschen brauner Zucker oder so an der Marinade dran. Das hätte, glaube ich, nochmal einiges geändert. Hier ist der kanadische Stand, da müssen wir eigentlich sogar hin, um die Cheddar and Bacon Soup zu probieren. Ja, da gehen wir erstmal in Kanada rein, genau, wir gehen erstmal in den Pavillon rein, weil die Canadian Cheddar Bacon Soup ist ein Klassiker hier. Klassiker aus dem Le Cellier, dem Steakhouse im kanadischen Pavillon, und eigentlich müssten wir die probieren. Aber wir gehen erstmal in den kanadischen Pavillon rein, weil da so ein bisschen quasi eine Art Festival Center ist, nachdem es ja diesmal kein richtiges öffentlich zugängliches Festival Center gibt, sondern nur, wenn man einen Kurs reserviert hat. Und da legen wir uns erstmal trocken und schauen dann, was wir danach oder was wir drin vielleicht noch essen oder danach, genau. Oh, und die Cider Bar und ja, eine Bierbar ist, glaube ich, auch noch da. Wir schauen mal. Ja, aber bisher ist beim alten alkoholischen Getränk geblieben und bei der Hitze mag man eigentlich auch gar nicht so viel mehr. Wobei ich sagen muss, dieses Hard Cider, also dieses Sparkling Water, Hard Water, ja, da hätte ich mich reinlegen können. Das war saulecker. Total erfrischend. Also vom Alkohol überhaupt nichts geschmeckt. Hätten mir da eine 2-Liter Flasche gegeben, eiskalt. Hätte gesagt, super Erfrischungsgetränk. Hätte ich das in kürzester Zeit getrunken und würde wahrscheinlich jetzt nicht mehr rumlaufen. War super lecker. Ihr seht, der kanadische Pavillon ist halt ein bisschen Baustelle im Moment. Kommt ja auch neuer Film rein und in der Zwischenzeit wird der Theaterbereich dann für das Festival genutzt. Aber es ist insgesamt echt ein super schöner Pavillon hier mit den Gärten. Ja, und das Gartenhäuschen wird eigentlich. Ja, sehr idyllisch. Da wollten wir eigentlich auch einen detaillierten Vlog zu machen. Haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Oder machen wir es diesmal nicht, weil eben zu viel Baustelle ist. Aber ein paar andere haben wir noch vor. Jetzt gehen wir erstmal rein. Wir haben einen Remis gefunden. Wer die Scavenger Hunt macht, hier ist der Remis im kanadischen Pavillon mit der Pfanne. Wir machen sie diesmal nicht, wir haben sie vor drei Jahren gemacht. Ja. Hat Spaß gemacht, gab auch coole Pins als Preise. Inzwischen gibt es, glaube ich, gar nichts so Tolles mehr, ne, als Preis. Diesmal habe ich gar keinen Überblick, wir haben es dann zur Weihnachtssaison gemacht. Aber da gab es nichts so Tolles, stimmt. Irgendwie eine Postkarte. Das war ja. Ja, okay. Zeige ich noch mal kurz einen Blick über den Garten, bevor wir reingehen. An Victoria Gardens übrigens angelehnt. Aber auf unserer Seite findet ihr schon mehr dazu und bald auch nächstes Jahr im Vlog. Als Video. Gut. Ja, wir sind jetzt eigentlich im Theater, wo normal auch Canada läuft. Und haben gerade im kanadischen Pavillon unseren Passport vervollständigt. Also das sechste Land, es passen 6 in einen Passport rein, brauchen also wahrscheinlich noch einen zweiten für die weiteren Länder. Ja, das muss man sagen, ist etwas... Ja, es sollte ein bisschen mehr sein, aber es war sehr cool, weil wir es vervollständigt haben, haben wir noch eine tolle I Travel the World Showcase at Epcot Postkarte bekommen. Und weil wir so geduldig waren, die Familie vor uns hat etwas lang geschwätzt. Ja, muss ich mal gucken. Weil ich fand es nicht schlimm, aber die Kasper meinte, wir waren so geduldig, kriegen wir noch ein Certificate, ein O Canada Trivia Winner. Auch wenn im Moment kein Trivia ist, weil ja O Canada, wie gesagt, nicht läuft. Aber damit bekommen wir gratis Popcorn mit Maple Syrup. Ja. Und das testen wir nachher dann doch mal, auch wenn wir keine Popcorn-Fans sind, aber das hört sich ganz cool an. Und wenn wir hier drin ein bisschen sitzen und uns entspannen, dann hole ich doch mal. Ein bisschen abkühlen, ein bisschen hier ist schön Popcorn, angenehm. Würde ich sagen, oder? Ja. Und hier kann man übrigens in dem Pavillon nicht nur futtern und trinken, sondern gibt auch Informationen über verschiedene Apfelsorten. Hier haben wir Golden Delicious. Der hier steht aus West Virginia stammt, was ich zum Beispiel nicht wusste. Das ist ein Kahn über Gala, ein neuseeländischer Apfel,
Und das setzt sich auf der anderen Seite auch sofort. Und drüben sind wir Honeycrisp. Und was? Ach, Fuji ist da noch. Draußen sind Braeburn. Ja, da draußen waren andere Äpfel schon, genau. Und Brainsons wahrscheinlich. Ja, es ist ganz witzig gemacht. Also kommt Honeycrisp aus Minnesota. Das ist zum Beispiel eine Sorte, die ich gar nicht kenne. Nee. Und das Fuji schon von 1930, also ich gedacht, es wäre eine neuere Züchtung. Ja. Vielleicht erst seit kurzem in Deutschland oder seit einigen Jahren. Ja gut, seit 10 Jahren kennt man bestimmt, aber ja, wahrscheinlich auch nicht so lang. Ja, wir schauen uns mal um, was es hier noch gibt. An der Cider Bar ist relativ viel los. An der Wine Bar nicht wirklich. Aber ich würde auch lieber Cider als Wein jetzt trinken. Ja. Naja, wir schauen mal. Wir sind beim ersten Angebot hier. Das ist von Burton's Maplewood Farm. Gibt es verschiedene Maple Syrups. Und sogar in einem Bourbon-Fass gereiften Sirup. Hört sich ziemlich interessant an. Problem ist allerdings die 80 Dollar. Es sind allerdings 3 verschiedene drin. Aber hört sich nicht uninteressant an. Aber ich glaube, man kann ihn kosten. Bitte? Die bieten auch gleich schon Shipping an. Ich habe leider nicht verstanden. Die bieten gleich schon Shipping. Ja, stimmt. Nach International aus Deutschland 45 Dollar. Wir schauen mal. Hi. Doing good? Thank you. Ja, während Dörte mal unser Popcorn einlöst, zumindest einen Gutschein, habe ich uns einen Cider Flight geholt. Wir haben hier einen Cider Boys Lemon Cello Hard Cider. Hier ein Collective Arts Brewing Cherry Apple Hard Cider. Und ein Woodchuck Hard Cider Spiced Apple. Ja, die probieren wir mal. Wir haben zwischendurch bei den netten Castmembern vom Maple Syrup Stand eine Flasche Maple Syrup gekauft. Ich dachte nie, dass es so massive Unterschiede bei Maple Syrup gibt. Wir haben einen im Kentucky Bourbon Fass gereiften Maple Syrup gekauft. Also mehrere probiert. Und der war echt hammerlecker. Also das ist so, Maple Syrup gibt nie gedacht. Wir müssen unbedingt mal zu Hause Chicken and Waffles selbst machen mit Maple Syrup dazu. Muss ganz dringend sein, weil der dazu bestimmt super genial ist. Ja, ich warte mal auf Dörte und hoffe, dass es nicht warm wird, bevor sie kommt, sonst muss ich es allein trinken. Ja. Gibt Schlimmeres. Ja, wir haben die Cider nun probiert. Wir können den Cider Boys Lemon Cello Hard Cider leider nicht bewerten wirklich, weil der Becher, wir haben beim Rausnehmen, die sind sehr, sehr eng hier in der Palette drin, direkt einen Knacks gekriegt hat. Und wir mussten den quasi ex trinken, damit er uns nicht ausläuft. Der Collective Arts Brewing Cherry Apple Hard Cider aus Ontario war... übrigens, der hat das coole Shirt schon gesehen. So. Wir waren aber beim Cider. Ja, genau. Der kommt übrigens aus der Kinderabteilung, also so zugenommen haben kann sie nicht. Ja. Passt noch. Aber es war kein Kids-Shirt, sondern ein Youth-Shirt, muss ich jetzt dazu sagen. Ja gut, jugendlich bist du beim besten Willen nicht mehr. Er hat nicht mal geschrien, das war nicht richtig. Ich muss nochmal. Ja, das ist. Nein, das war jetzt wirklich ein Treffer. Also, der Cherry Apple Hard Cider ist super frisch, richtig erfrischend, knackig, ja. Sehr säuerlich. Und der Woodchuck Hard Cider Spiced Apple ist wirklich sehr würzig, hat ganz intensive Fruchtaromen. Unser Favorit ist der Cherry Apple Hard Cider. Der sozusagen. Kanadische. Ja. Nochmal ein Blick durch den. Ist gut wie das Theater. Genutzt wird jetzt, während der Film aktualisiert wird. Ist nett gemacht, bisschen fest, wie so ein Festzelt gestaltet und haben nettes Angebot, nette Cast-Member. Ja. Und übrigens, wir haben unseren ersten Popcorn-Gutschein eingelöst, ja. Wir haben jetzt 2. Maple Popcorn, den es vor dem Pavillon gibt. Thorsten war sich sicher, wir essen das nie im Leben ganz auf. Ich mag kein Popcorn. Das war so verdammt lecker. Ja. Das war echt super lecker, das Popcorn. Ja. Wir essen jetzt auch nur noch erstmal einen Snack. Wir haben noch einen Gutschein. Ja, falls uns jemand auf dem Weg läuft, wir können keine zweite Packung essen. Wir sind noch nicht mehr in Epcot. Ja. Aber nee, bis wir das Video zeigen. Irgendwie hat sich jetzt leider wohl erledigt. Ja, ist ja nicht live. Entschuldigung. Also wir probieren wahrscheinlich noch die Cheese Soup. Und danach machen wir erstmal eine Pause, was Food und Wein angeht. Und wenden uns Agent P zu, das wollte ich auch zeigen. Ja. Denn Agent T oder Agent D, ich weiß noch nicht, wen wir spielen. Ja. Agent S. Ist ein lustiges Spiel und wir müssen unsere wichtige Aufgaben erfüllen. Perry Platypus.
und Co. warten auf Unterstützung. Ja, das schauen wir uns an. Aber erst gibt es noch die Suppe. Bei der Hitze ist so eine wärmende Suppe einfach ideal. Ich bleibe hier drin, während Dörte die Suppe holt. Damit war ich noch nicht einverstanden. Ja, aber das passt schon. Hab dich lieb. So, letzte Runde der ersten Runde. Oder wie Dörtes Ex- oder Ex-Schwager in Spee sagen würde, vorletzte Runde. Sagt er immer bei jeder Schnapsrunde. Haben wir endlich uns die Suppe gegönnt, die Canadian Cheddar and Bacon Soup, die so berühmt ist. Und ja, wir haben die noch nie gegessen und probieren die jetzt mal. Und danach geht's zu Agent P. So, um auf wichtigen Agentenmissionen tolle Aufträge zu erfüllen, was bestimmt Kalorien kostet. Achso, genau, die kostet 5,25 die Suppe. Review-Zeit zur kanadischen Cheese and Bacon Soup. Cheddar Cheese Bacon Soup. Fangen wir mal an. War mir persönlich viel zu mächtig. Oh. Also es war eher ein Brei als eine Suppe. Ja, eher eine dicke Soße, dachte ich, als eine Suppe. Von der Konsistenz. Grundgeschmack recht lecker, aber da war mir es jetzt ein bisschen salzig, aber gut, Cheddar und Bacon, das passiert dann automatisch. In der Hitze Floridas für mich jetzt kein wirklicher Genuss. Und die Konsistenz, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, die im Le Cellier als Vorspeise zu nehmen. Ich vermute, da gibt es etwas mehr als diese kleinen Portionen und dann bin ich satt und kann nichts anderes mehr essen. Also ja, mag der Signature-Dish da sein, aber hat mich jetzt persönlich nicht überzeugt. Ja. Also ja, stimmt beides geht zu. Ich finde geschmacklich lecker. Die Aromen kamen schon gut raus, sowohl Käse als auch Bacon, aber viel zu dick, wirklich eine dicke Soße, die man als Käsesoße oder was drüber macht. Meiner Meinung nach auch wirklich für die Hitze Floridas bei so einem Festival, bei dem man sich hauptsächlich draußen aufhält, überhaupt nicht passend. Trotzdem geschmacklich lecker. Ich würde sie vielleicht im Restaurant essen. Allerdings nur geteilt als Vorspeise mit jemand anders und noch vielleicht eine zweite Vorspeise auch zum Teilen dazu. Ja, das wäre dann eine Option. Was richtig gut war übrigens die Pretzel Roll. Hat mich eher an so eine schöne, fluffige, leichte, saftige, ein hessische Pretzel erinnert, die man so aus Mainz kennt. Mainz ist auch für seine Pretzeln berühmt. Und weniger an die doch etwas härteren und nicht ganz so leckeren bayerischen Brezeln. Also ich mag ja Bayern, aber die Brezeln sind in Rheinhessen besser. Definitiv. Ja. Ja, ganz bestimmt. Ja, Agentin Dörte ist bereit für Agent P. Kurz zu erklären dazu, ihr könnt es entweder über die Disney Play App spielen. Ihr nutzt euer Handy so oder so. Externe Geräte gab es früher, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich kam 2016 und gab es sie noch. Ich glaube, 2018 gab es sie nicht mehr. Geht es nur über das eigene Handy. Ihr müsst aber nicht in der Play App starten, sondern ihr könnt auch am an der Brücke von Future World nach Epcot, also ungefähr in der Richtung, euch quasi zum Agenten vereidigen lassen an einer speziellen Bude. Die ist allerdings nicht immer geöffnet, sondern nur noch in der Hochsaison, meine ich. Und da wir hier auch schon im kanadischen Pavillon sind, haben wir gesagt, wir starten mal über die Play-App. Genau, und das tun wir jetzt. Also wir machen uns mal unsere Sprache. Gibt es in Englisch und Spanisch? Machen wir Englisch. Und wir sind in Epcot, müssen wir bestätigen. Und wir nehmen nicht unseren First Initial, sondern da wir beide spielen, unseren Nachnamen. Also ein S und sind dann Agent S. Party Size machen wir One. Ja. Weil es für die Effekte nichts ändert. Und unser nächste gelegene Pavillon für uns wäre das United Kingdom. Und da fangen wir an und erfüllen unsere erste Mission. Ein bisschen weiter runter, dass ihr das auch seht. So, wir beginnen unsere Mission. Ach, er spricht was ja der Todes aus. Entschuldigung. Ein bisschen Schatten, bitte. Was? Welcome to the team, Agent S. On this dangerous assignment, you'll be armed with just your wits and our field operative notification equipment, or for one. Or we can pronounce it phone, sir. Good call, Carla. You know, this is starting to get kind of technical. Why don't you take over? All right, Agent.
We'll contact you over the phone with the mission instructions, but it's really up to you. Move out of range of the field station, then press the OK button, and I'll fill you in on a few features. Good. Okay. If you get stuck, just press the phone's help button. It can give you info, hints, or assistance to finish your mission sooner. If you miss anything, the back button will let you replay a transmission, and the do it again button will let you re-trigger some things. And that's pretty much it. Great. Now we need your help in the United Kingdom. Head across the pond and we'll be in contact when you arrive. Actually, it does look a bit like a pond, doesn't it? Okay. Wir müssen jetzt also auf den Weg ins den Pavillon des Vereinigten Königreichs machen und können da unsere Mission beginnen. Ja. Oh, hello, Agent S. Carl, you caught me without my notes, but Doofenshmirtz is in the UK and I want to say up to no good. Das spielen wir gleich nochmal. Agent P is on vacation there. Or ja, weil wir versehentlich auch okay gedrückt haben. Wir sind am Startpunkt unserer Mission angekommen, der uns gezeigt wurde. Und wir zeigen euch jetzt mal gleich unseren genauen Auftrag. Carl, you caught me without my notes, but Doofenshmirtz is in the UK and I want to say up to no good. Also, Agent P is on vacation there. Or captured. Let's check the video feed of his cat carrier. So I crawled inside to rest. There was a terrible packing mishap. The oxygen got a little thin in the baggage compartment. I blacked out. And here I am. I do not know where Perry went. Wir wissen nicht, wo HP ist. Hey, look at this, guys. A scientist group is seeking the UK's most challenging course for their annual golf tournament. Actually, I could go for a bit more of a challenge than the other courses around here myself. Well then, I know what we're gonna do today, Ferb. Schau mal, was ist genau was? Isn't very photogenic. Also, we can't have him winning that tournament prize, or it could be curtains for Agent P. You've got to stop him. Okay, wir müssen ein bisschen hier wegbewegen, damit wir nicht verdächtig wirken. Wir müssen aber gleichzeitig im Schatten bleiben, weil ihr sonst auf dem Display nichts seht. Ja, noch ein bisschen Reichweite. Ja. Gucken, hier geht's vielleicht. Hello, Agent. There's an anonymous call coming in for Doofenshmirtz. Carl's forwarding it now. I'm calling about something important that I'm sure you want to discuss privately. That's why I'm disguising my voice. Cool, huh? Locate the red phone booth by the Rose and Crown Park. Then contact me when you get there. Der Codename unseres Auftrags, unserer Mission ist Having a Ball. Und wir müssen ein rotes Telefon suchen. Aha. Das ist allerdings gerade besetzt. Von feindlichen Agenten vielleicht, die uns daran hindern wollen, unsere Mission auszuführen. Wir schauen. Ja, wir müssen wohl diese feindlichen Agenten mal erst vertreiben, sobald wir den Platz aufgeräumt haben. Ah, sie hauen von selbst ab, wenn sie uns kommen sehen. Sie sind zu feige. Wollen sich dem Kampf nicht aussetzen. Aber die Tür auf, bitte, Dörfchen, ich habe die Hände voll. Wir gehen jetzt mal in die heiße Telefonzelle rein. Und schauen, was passiert. Okay. Okay. Ja. Da sind wir. Ja, da sind wir. Above the coin slot 25105. Good morning, children. Jetzt sollte was passieren. It's late.
Ja. Hello, Agent. There's an anonymous call coming in from Doofenshmirtz. Carl's forwarding it now. Ein Anruf von Doofenshmirtz. I'm calling about something important that I'm sure you want to discuss privately. That's why I'm disguising my voice. Aber das ist das, was wir eben schon hatten. Wir machen das nochmal neu. Da sind wir. Da sind wir. Da steht 25.10.5. Ah. Hello, Dr. Doofenshmirtz. Now, she noticed some irregularities in the custom ball you plan to use. Yes, my analysis shows your golf ball to possess properties that disqualify it from use in our golf tournament. I am discreetly returning it to you. Es tut sich was. Und da ist unser Golfball. Okay, check the dispenser. Take the golf ball and then contact HQ again outside the phone booth. Okay. Also wir haben einen Golfball gekriegt. Müssen wir mal schauen. Das halte ich doch mal nicht immer von der Kamera weg, wenn ich gerade drauf gestiegen habe. Und müssen wir schauen, was wir mit dem machen müssen. Gehen aber erstmal wieder in den Schatten. Ja. Nun bringen wir in Erfahrung, was wir mit dem Golfball tun müssen. Agent, if that ball is rigged, you better test it with our suspicious stuff scanner and see what Doofenshmirtz is up to. My guess, no good. Im Eingang des Sportsman's Shoppy ist wohl der Scanner für verdächtiges Zeug, so wie der hier genannt wurde, und damit sollen wir den Ball scannen. Auf geht's! Wir sind beim Scanner angekommen, hoffen wir. Genau, wir haben den Suspicious Stuff Scanner gefunden. Das Brand, die Marke ist Beiko. Müssen wir hier bestätigen, damit die aus Sicherheitsgründen keine feindlichen Agenten sind, die Aufträge abgefangen haben. Es muss nur sorgfältig überprüft werden. Ja, das scheint einige Zeit zu dauern. Das zu kontrollieren. Great. Now stand right in front of the scanner, drop the golf ball in and wait for the analysis. Also, der Golfball muss da rein. Soll ich ein bisschen hochziehen? Ah! Und dran. Ah, der Golfball wird analysiert. Now leave the building to avoid detection and I'll forward the results. Now leave the building to avoid detection and I'll forward the results. Ja, wir müssen hier wieder raus. Irgendwo hier muss das geheime Display sein, aber hier kommen wir nicht durch. Die Gegenseite hat uns den Weg versperrt. Wir sind ganz mutig und trauen uns vorbei. Und da könnte die geheime Displaybox sein. Und da sind Blumen und Schmetterlinge im Display. Das passt ja zum Codenamen unserer Mission, nicht wahr, Leute? Ja. Ja. Wir sind schon Superagenten. Solange ich nicht flattern muss hier im Butterfly. Ja, und solange du nicht navigieren musst, wie irgendwer. Ach, The Life Cycle of Butterflies. Hier sind wir wohl richtig. Ja. The Life Cycle. Wir müssen bestätigen, wie das wir hier sind. Es könnte ja sonst sein, dass die Gegenseite die wichtige Nachricht abgefangen hat. Unsere Antwort wird übermittelt. Wieder sorgfältigst überprüft. Die Überprüfung dauert manchmal ein bisschen länger. Oder auch noch länger. Oder auch sehr lange. Dumm, die dumm, die dumm. Erzähl mal was. Erzähl was? Hier seht ihr wunderschöne Schmetterlinge. Da könnt ihr erfahren, dass sich Schmetterlinge in einem Prozess, den man Metamorphose nennt, über vier Stufen vom Ei über die Raupe
bis zur Puppe, bis zum ausgewachsenen Schmetterling genau. entwickeln. Genau. Und wir schauen mal, dass wir das zum Laufen bringen und zeigen es dann wieder, weil irgendwas hängt da gerade. Ja. Tja. Also das mit HP wird im Moment nichts, leider. Wir hätten euch das gern weitergezeigt. Und aber wir sind wohl gescheitert für den Moment. Also die App funktioniert leider nicht gerade. Die hängt dauernd. Das ist echt schade, weil das ein lustiges Spiel ist. Falls wir euch nichts mehr dazu zeigen können, noch eine kurze Erklärung dazu. Das könnt ihr in 5 verschiedenen Pavillons in Epcot spielen. Habt da unterschiedliche Missionen zu erfüllen. Müsst halt wie hier so eine Art Schnitzeljagd, mal wie jetzt hier mit dem Golfball oder jetzt mit dem Kasten. Und da werden dann überall nette Effekte ausgelöst. Und vor allem am Ende eines jeden Auftrags kommt ein größerer Effekt, der sehr lustig ist, wo ihr dann was mit Doofenshmirtz oder Platypus oder wie auch immer heißt, ich kann mir den Namen nie merken. Harry Platypus. Ja, genau. So. Gezeigt kriegt, da fliegt er mal durch über die Gebäude hier in Epcot, also wirklich. Rechnet gar nicht damit, sondern sieht ihn da plötzlich langfliegen. Und weil er irgendwo versteckt ist und dann es ausgelöst wird, das ist echt cool, macht Spaß, wenn die App funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wird euch gerne mehr von gezeigt. Vielleicht geht es nachher noch und wenn nicht, dann wisst ihr zumindest, dass es das gibt, wenn es funktioniert. Ja, und spielt's mal. Genau. Okay, wir haben uns mit dem Hauptquartier nochmal in Verbindung gesetzt und haben jetzt unser Gerät auf das Datennetz umgestellt, auch wenn es ein bisschen unsicherer ist, aber die Wi-Fi-Verbindungen, die uns das Hauptquartier zur Verfügung stellen kann, sind hier gerade nicht ideal. Das ist ein feindliches Gebiet. Ja, genau. Und wir hoffen, wir können jetzt hiermit fortfahren. Critical update. Carla, give him an update. Doofenshmirtz contacted his caddy about his scheme to win the golf tournament. They're planning to meet, but we don't know where. I think he knows we're on to him, so he's being super secretive. Okay. Das habt ihr ja schon gesehen, aber es gibt das einfach mal. Wir sind jetzt an der Box auch schon. Genau, hier, als Beweis. Hoffen, dass es diesmal funktioniert. Und müssen wieder gucken. The Life Cycle of Butterflies. Genau. Hey, the Cliff-Winged Blue is a butterfly. Cliff-Winged Blue. Doofenshmirtz must have somehow used it to signal his location to the caddy. I've uploaded its mating call to your phone. Trigger it and see what happens. Ja, wir sind da und können den Cliffwing Butterfly. Ja, ich hoffe, ihr seht nicht nur unsere Spiegelung. Aha, er zeigt uns ein Zeichen, eine Rose und eine Krone. I tell you, that Doofenshmirtz is talented. And he's telling his caddy to meet him at the nearby Rose and Crown pub. A message we'll make sure he never gets. Ja, okay. Das scheint wohl, wir müssen zum Rose and Crown. Nein, wir müssen versuchen, dass Doofenshmirtz, der Caddy die Nachricht nie bekommt. Ja, dass er da sich niemals trifft am Rose and Crown. To be safe, though, let's make sure the caddy isn't near the pub. Another golfer? Okay, spill it, buddy. Where's the course? When I find it, Phineas and Ferb are so busted. Did they make you wear that? Wait, stay back. That plaid looks contagious. Okay, I'm here, but I'm not seeing you. Doofenshmirtz spent a lot of time and effort painting that butterfly with my clever clue, but did you get the message? Nice work, Agent. Also wir haben verhindert, dass dadurch jetzt nie die Nachricht gelesen, dass der Caddy nicht treffen kann. Das war doch nicht. Evil Scientist Golf Tournament gets a lovely plaque and their picture in front of the giant golf ball. However, Doofenshmirtz plans to use that giant ball to create mayhem. Mayhem and destruction, sir. Doofenshmirtz built a controller into the back of the winner's plaque and plans to use it at the award ceremony to putt that giant golf ball, crushing. Jetzt wissen wir jetzt, wozu der Spaceship Earth Umbau dient. Ja. Uiuiui. Es kommt zum Putt of Doom. Ja, schauen wir mal, was da. The plaque is on display in the sportsman shop. Let's take a look. You guys are so busted. When I tell mom you built a golf course? You know, Candace, you're welcome to play in the tournament too. Maybe you'd like to be in a twosome with Jeremy. Jeremy and I? Together? A twosome? Wait a minute. I'm not falling for that one. Jeremy's not even here. Okay, well, the plaque is kind of behind those kids. The clerk overheard Doofenshmirtz using a trigger to access the controls on the back.
I'm sending it now. Okay, ja. Wir müssen zum Sportsman-Shoppy und ja, schauen, was da passiert. Okay, genau. Ja, wir sollten diese Tafel finden, dieses Golfschild, und haben das gefunden. Müssen wir sagen, was da oben steht? Pro-Am Champion. Wir sehen, da ist das versteckte... Above the controller, in case he forgot. I do that sometimes. Enter the symbols into your phone and Wir sind ganz flott geflüchtet, bevor Doofenschmerz merkt, dass wir seine Pläne wieder durchkreuzt haben. Great job, Agent. Come to think of it, we could make some nice intern of the month plaques like that. You know, sir, a paid position might be even better. Don't push your luck, Carl. You've done it, Agent. Doofenshmirtz's yes. plans are ruined. Of course, we're all bitterly disappointed to miss out on a chance to see him perform his magic on the fairway, but it's a small price to pay for saving the UK. Actually, sir, Doofenshmirtz's plan was severely hampered, but he hasn't given up yet. He's still attempting to finish the front nine, fire his precipitatorinator from his evil lair, then run back and claim victory at the golf tournament. You've got to stop him, Agent. Und eine weitere Mission wartet auf uns. By the way, nice short games, man. It's all in the wrist. Did you see that long-nosed man in the lab coat? It seems impossible his ball could miss the hole so many times. I must understand the strange physics at work there. I guess Doofenshmirtz is already on his way back to his lair. Let me tap into another satellite view. Okay, so this hitting balls into holes business is trickier than it looks. But, you know, once I blast all the other guys with my evil device, I'll be the winner! Er hat schon wieder echt fiese Pläne. Aber... Hey, the Platypus, I thought I captured you. By capture, I mean detained you in an evil, though clearly ineffective manner, until I can return to finish you off. Harry the Platypus is here, um die Welt zu retten. Oh, I smell trouble. And ripe Argyle socks. Better get over there. Ich habe eine Ahnung, wo das sein könnte. Ja, ich auch. Da begeben wir uns mal hin. Wir sind an unserem Ziel angekommen, aber viel cooler ist gerade hier ein riesiger Waschbär, der über den Baum klettert. Jetzt ist er gerade hinter dem Stamm verschwunden. Ah, da ist er. Er guckt gerade vor. Ist das niedlich? Das mussten wir euch jetzt kurz zeigen und mussten unsere Mission kurz unterbrechen. So, wir haben dieses Fenster am Ende der Serendipity Street gefunden und schauen, was hier passiert. Wir müssen jetzt sagen, welches Muster die Vorhänge haben. Karo, würde ich sagen. Gibt's das? Stripped. Polkadots schon mal nicht. Blade oder Herringbone? Herringbone ist es auch nicht. Stripped ist auch nicht. Also es ist Blade. Ja, es ist ein... Wie die Schottenröcke, würde ich sagen. Yeah. Da haben wir die Kanone von... Doofenshmirtz gegen ihn gewendet. Und da seht ihr das Wasser steigen. Das Doofenshmirtz Gerätschaft zerstört. Okay, Mom, I promise you are not gonna believe this. Oh, Candace, you're right, honey. I never realized there was a lock so close to our hotel. Hey, there you are, Perry. Excellent work, Agent S. In fact, if you keep on like that, there could be a paid position here for you. Aha, wir können unseren Urlaub refinanzieren. Sehr gut. We're having a moment here, Carl. Don't spoil it. Und jetzt unser letzter Auftrag im Vereinigten Königreich. Ja, wenn Doofenshmirtz da nicht wieder... Oh, one more thing, Agent. Carl tells me we're still a little short-staffed. That's right. We could sure use your help on another mission, if you can spare the time.
Okay. Achso, nein, wir haben die Pläne durchkreuzt. Okay, erfolgreich. Und erfolgreich, ja, haben wir gut gemacht. Agent S. Und Agent S. Ja, das war so ein bisschen Agent P. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt im Video. Ich hoffe es. Wir zeigen euch die anderen Pavillons nicht. Wir spielen so ein bisschen weiter, weil es das richtig Spaß macht. Und ich meine mich zu erinnern... Obwohl wir noch nie, glaube ich, wirklich eine Folge im Fernsehen gesehen ja, haben. Ja, glaube ich auch. Ich meine mich zu erinnern, dass die schönsten, lustigsten Effekte vor allem im französischen Pavillon sind. Und Mexiko. Und Mexiko, genau. Wo gab es noch? Deutschland? Und Deutschland gibt es noch und Japan. Aber ich meine, das Lustigste wäre in Frankreich gewesen. Ja, meine ich auch. Ja. Das und auf dem Weg jetzt. Da sind wir auf dem Weg hin. Wir zeigen euch das auch deshalb nicht alles, weil wir nicht alles spoilern wollen. Ja. Aber ihr solltet das wirklich mal probieren. Es ist eine coole Sache und macht richtig Spaß. Und diese interaktiven Spiele tragen halt wirklich viel dazu bei, dass man an vollen Tagen auch hier viel zu unternehmen hat und nicht nur Zeit in Warteschlangen verbringt. Ja. Und es macht live mehr Spaß als auf dem Video. Ich befürchte, dass das nicht so rübergekommen ist jetzt. Aber ist auch, also falls eure Kinder zum Beispiel mit Agent P etwas vertraut sind, ich weiß gar nicht, wie heißt das offiziell im Fernsehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also Perry Platypus halt kennen und einigermaßen Englisch können oder ihr ihnen beim Übersetzen helfen könnt, ist das auch mit denen toll, wenn ihr um World Showcase lauft. Ihr vielleicht mehr Food and Wine und die Pavillons angucken wollt. Und die Kinder dann parallel in den Pavillons das Spielen. Haben alle was vom Tag, auch wenn man nicht viele Sachen fährt. Ja. Und es macht auch, genau wie die KitKat-Sachen und die Pässe, den World Showcase für kleinere Kinder interessanter. Einfach, weil es wenig zu fahren gibt, aber es gibt eben andere tolle Sachen hier. Und ja, das war's dazu erstmal von uns. Ja. Wir machen noch ein bisschen Food and Wine Festival, lösen noch ein paar Missionen und das Food and Wine Festival vloggen wir auch weiter, um euch so ein bisschen, so weit möglich in der Kürze der Zeit, einen Überblick zu bringen, zu bieten, was hier geboten ist. Ja, wir sind dann weiter in Sachen Food and Wine unterwegs und sind in Frankreich angekommen. Da gibt es ein Fondue Savoyard, ein Croissant au Escargot, Bœuf braisé à la Bordelaise, Pommes Dauphine und Crème brûlée. Ich glaube, wir haben uns schon entschieden. Ja, also ich finde das Bœuf braisé à la Bordelaise mit Pommes Dauphine fände ich nicht verkehrt. Mhm. Aber Croissant au Escargot, also Croissant mit Schnecken, ist deutlich seltener, würde ich sagen, ausgefallener. Also würde ich sagen. Genau, das probieren wir mal. Alles klar. Dann, und übrigens, hier gibt es nicht Dasani Water, sondern bei den Franzosen gibt es Evian. Fällt mir gerade auf. Ja, war mir nicht gewusst. Also verkosten wir dieses kühle Nass auch gleich mit. Ja, müssen wir wohl. Das hätte ich nämlich auch. Ja, das dachte ich mir fast. Ich reiche mal die Kamera weiter und ich stelle mich an, um was zu essen zu nehmen. Ich suche einen schattigen Platz. Ja, das nächste Highlight unseres Food and Wine Festival Vlogs, aber nicht das Wasser, sondern das Croissant mit Schnecke, oder die Schnecke im Croissantmantel, wie auch immer man es nennen mag, kostet $5.75 und wir probieren das mal. Ja. Also ich mag Schnecke sehr gern eigentlich. Ja. Und ja. Es war übrigens ganz witzig, beim Bestellen wird man hier mit Bonjour begrüßt und da war ich dann automatisch so im Disneyland Paris, dass ich meine Bestellung auf Französisch daher gestammelt habe. Er war sehr begeistert, dass jemand Französisch gesprochen hat. Das war ganz lustig. Curtis Feedback zur Schnecke im Croissant. Delicious. Delicious? Ja. Auf Französisch bitte die ganze Beschreibung. Nein. War super lecker. Gut. Ich muss ja gar nicht die Kamera umdrehen. Ein bisschen Knoblauchlastig. Also es ist gut, dass wir beide gegessen haben, aber wirklich lecker. Also war jetzt, ich würde sagen, gehört zu meinen Favoriten des heutigen Tages bis jetzt. Ja, kann mich anschließen, fand es auch sehr lecker. Bisschen viel Kräuterbutter vielleicht oben drauf, aber das ist wirklich, hätte man sich auch runter machen können. Also das ist. Jammern auf hohem Niveau. War wirklich sehr lecker. Es waren drei Schnecken drin und nicht nur eine. Was ich schon mal ganz gut finde. Ich hatte da fürchtet, dass mehr Croissantmasse ist und wenig Füllung, aber es war gut gefüllt. Und ja, lecker. Und ja, ich glaube, wir futtern einfach weiter und zeigen euch, was wir essen und machen euch neidisch. Aber wir wollen ja auch wirklich ein bisschen berichten über die Vielfalt hier. Und es sind immer sehr, sehr kleine Portionen. Also und wenn jetzt jemand sagt, wir wären verfressen, was durchaus mal der Eindruck entstehen könnte. Also heute haben wir mal ausnahmsweise auch kein Restaurant geplant, keine Reservierung, genau, sondern nur Food and Wine. Ja. Also so verfressen sind wir gar nicht. Wir sehen nur so aus. Zwischendurch auch ein bisschen Unterhaltung
aus dem französischen Pavillon. Der Serveur Amusant ist gerade hier. Einer der beliebtesten Künstler hier in Epcot. So wohl fühlt er sich nicht mehr. Ich habe mir überlegt, das auch mal zu machen zu Hause, aber unsere Decke ist leider nicht hoch genug. Sonst, ja. Stuhl abgeben, da führt kein Weg dran vorbei. Franzosen nicht weiter wissen, eine Weinkiste hilft immer. Ich habe übrigens eben einen ganz super sympathischen französischen Customer getroffen, der sein zweites Cultural Exchange hier macht und sonst in Paris arbeitet. Kian beim Rock'n'Roller Coaster Big Thunder Mountain hat er gearbeitet und will auch hier nach dem Jahr dann bald wieder zurückkommen. Das ist in Paris. Super netter Typ, den wir uns längere Zeit unterhalten haben.
den Teil könnte ich vielleicht auch wirklich noch, den Rest nicht. Brasilien vorgedrungen. Geht hier also Schlag auf Schlag. Ja, ich habe da schon einen Favoriten. Also es gibt wie auch immer, Moqueca. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Brasilianischer Fisch, Eintopf. Crispy Pork Belly und Pajo de Queijo oder so. Ja. Irgendwas mit Käse auf jeden Fall. Und ich glaube, wir probieren auf jeden Fall mal den Pork Belly. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Dann gehst du, gehe ich. Wir müssen uns gerade noch entscheiden, wer das ich mal wieder. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt und melden uns. Das ist das eben schon angekündigte Pork Belly im brasilianischen Papillon mit schwarzen Bohnen und Tomaten und Zwiebeln. Und das kostet? $6. $6 glatt. Ja, da hat er wieder nichts zu trinken dazu geholt. Naja, was soll's. Genau, bei der Hitze. Naja, ist auch echt schwierig, da immer dran zu denken. Der kaut noch so ein bisschen. Ja. Wie war's? Ja, lecker. Also gut, mit Schweinebauch kann man nicht so viel falsch machen. Der war zart. Lecker. Die Bohnen waren leider ein bisschen kalt. Die hätte ich mir wärmer gewünscht. Also wir hatten hier so Umgebungstemperatur. Ist jetzt auch nicht so kalt, aber... ja, nicht frostig, Wahnsinn. Aber... Tomaten-Zwiebel-Ding fand ich etwas wenig aromatisch, muss ich sagen. Es war zwar grün dran, was ich denke, Koriander war, aber es hätte ein bisschen mehr Pep brauchen können, nach meiner Auffassung. Aber lecker insgesamt, ja. Also für mich war es bisher das Schwächste. Okay. Gericht, muss ich sagen. Es war, ja, es war okay, aber es sollte crispy Pork Belly sein, da war nichts crispy. Ja, crispy dran. War da nicht, ne. Die Bohnen waren mir auch deutlich zu kalt. Von Tomaten, Zwiebeln habe ich auch nicht viel gemerkt. Der Pork Belly war geschmacklich gut, aber eben in keinster Weise crispy. Und ja, okay. Aber ja, also das Schwächste für mich heute bisher. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht die Mac and Cheese dem Konkurrenten war. Ich überlege gerade, was wir hatten. Wir hatten den super veganen Burger, der war super lecker. Wir hatten die Mac and Cheese Ravioli. Käsesuppe, da war noch irgendwas anderes. Schneckencroissant, das war super lecker.
das hier, also ich würde sagen, Mac and Cheese fand ich jetzt persönlich noch ein bisschen weniger als das, aber ich habe bestimmt auch noch irgendwas vergessen, was zwischendurch hat. Vielleicht finden wir noch was Schlechteres. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Islands of the Caribbean sind wir jetzt. Wir haben quasi fast den World Showcase einmal komplett passiert und haben die Stände, an denen wir gestern schon was gegessen hatten, ausgelassen und essen jetzt hier nochmal das Jerk Spiced Chicken. Wir suchen mal einen Platz zusammen und vorne, wenn wir da sind, zeige ich euch noch was anderes zwischendurch. So, wir warten mal hier auf Dörte und derzeit zeige ich euch was aus dem deutschen Pavillon. Denn hätte ich nicht so mit gerechnet, oder wusste ich auch nicht, im deutschen Pavillon feiert man heute den Tag der Deutschen Einheit. Da gibt es diese kleine Info dazu. Und für Kinder dann kleines Spiel, Discover Germany, mit mehr oder weniger leichten Fragen. Also das Couple Toy most notably the Steif, has delighted children for over 100 years, ist der Teddy Bear. The symbol of the German Black Forest ist die Kuckucksuhr und Beautiful Medieval Towns and Walled Village, the Linus Path und Würzburg die Füssen, das ist die Romantikstraße. Die Frage 5, das Fairy Tale originates from Germany and is popularized by the Brothers Grimm. Das Schneewittchen kann man auch im Pavillon wieder treffen. Und traditional saying when we meet friends, aber das kann glaube ich alles möglich sein in Deutschland, je nach Region. Die Frage 4 fand ich allerdings ein bisschen seltsam. Children used to wear this twisty treat around their necks and at the beginning of a new year for prosperity. Die Antwort ist Brezel, das ist klar, nur, also das geht einfach draus aus den Hinweisen hervor. Aber kennt ihr das? Also ich habe nie von der deutschen Tradition gehört, bei der man eine Brezel am Neujahrstag um den Hals trägt. Würde mich interessieren, wenn ihr das kennt, kommentiert das doch mal. Hier ist unser Jerk Chicken von den Islands of the Caribbean. Kostet $5.50. Sieht super lecker aus, finde ich. Ja. Das könnte wieder eines der Highlights des Tages sein, vom Aussehen her. Wir schauen auch mal, wie es schmeckt. Ja. Wir haben gerade das Jerk Spiced Chicken von Island of the Caribbean verputzt. Mhm. Und es war super lecker. Ich weiß gar nicht, ob ich das Huhn besser fand oder die das heißt Gemüse. Die Landschaft nicht dicht? So, weil ich dachte hier, die schönen Blumen und so weiter. Ja, das ist hübsch. Also, dass man das ein bisschen sehen kann, ist doch jetzt nicht so verkehrt. Mich haben die Leute jetzt schon 100 Mal gesehen. War super lecker. Das Gemüse oder das Huhn, beides. Also, die Kombination aus allem. War fruchtig, war ein bisschen scharf, hatte eine schöne Kruste. Das war toll. Ja. Also, das war jetzt zusammen mit dem Impossible Burger und dem Schneckencroissant für mich. Highlight des Tages. Ja, definitiv. Aber wir erwarten ja vielleicht noch 2, 3 bis 7 weitere. Ja, schauen wir mal. Schade. Und vielleicht gehen wir noch zu Daisy. Nee, ich fürchte, die hat zu. Ich fürchte, das wird nichts mehr, aber Daisy hat ihr schönes Kochoutfit an. Na, wir können fragen. Ja, schauen wir mal. Ja, und hier haben wir noch ein kleines Highlight. Nachdem wir jetzt 4-mal in Epcot waren, konnten wir uns unser Passholder-Gift abholen. Den so aussehenden Magneten haben wir schon direkt am ersten Tag in Epcot bekommen. Und nach 4 Besuchen bekommen wir ein Set dieser Untersetzer. Und es ist richtig cool. Es ist schön aus Holz und sieht echt, echt nett aus. Und dort hat auch eins. Das präsentiert es euch ganz voller Stolz. Eben, du musst... So, jetzt habe ich dich ganz drauf. Ja, perfekt. Wie eine Werbeansagerin. Ja gut, reicht jetzt. Letzter Food and Wine Festival Stopp dieses Tages, bevor wir dann aus Epcot noch ein bisschen die Hollywood Studios rüberwechseln, um später auch noch Fantasmic zu schauen. Wir haben jetzt hier die Entencoffee Poutine aus Kanada. Das ist eine, Poutine ist Pommes mit Soße quasi in Kanada, kanadisches Gericht. Und jetzt abgewandelt eben mit einem Entencoffee. Und dazu gibt es eine Feigen-Demi-Glace und einen Trüffel-Brie als geschmolzenen Käse darüber. Ja, das musste zum Abschluss sein. Dörte hat vorher schon gesagt, dass wir hier vorbeigehen, ohne es zu essen, aber sie hatte keine Chance.
Und nachdem wir unsere Runde vollendet haben, ja, ist das der Abschluss, der krönende Abschluss. Mit einem, ja, erstmal letzten Blick über die World Showcase Lagoon. Wir werden es wahrscheinlich so auch nicht mehr sehen während dieses Trips. Wir wollen zwar zum Abendessen nochmal nach Epcot, aber etwas später. Sogar zweimal, stimmt. Ach, das sehen wir es doch vielleicht nochmal. Ja. Aber wir kommen beide mal später. Wahrscheinlich ist da schon jeweils etwas dunkler. Einfach super, super, super schön. Ja, Animal Kingdom ist unser Lieblingspark. Aber ja, vielleicht auch Epcot. Ja, könnte auch sein. Also wenn der Bereich des Future Worlds eine neue Aufteilung bekommt und umgestaltet ist, kann es auch sehr gut Epcot sein. Am Anfang war dies bei dem Trip halt ganz wenig hier, weil das in den Tagen lag, die unsere Planung nach, die bei uns nicht so gut liefen. Aber jetzt haben wir heute, wo eigentlich Hollywood Studios gedacht war, nochmal fast einen vollen Tag Epcot eingeschoben. Und es ist einfach super toll. Ja, also. Ja. Sind mit Castmembern aus vielen Ländern ins Gespräch gekommen. Das macht Epcot auch so ein bisschen aus. Wenn die hier im, ja, also das macht ganz viel von Epcot aus, ja. Wenn die hier im Cultural Exchange Program sind und nur den ganzen World Showcase rumgelaufen haben, das Food and Wine Festival, alles möglich probiert. Ja, war ein schöner Tag. Ja. Jetzt geht's auf, je nachdem, wo weniger Andrang ist, mit Skyliner oder Boot in die Hollywood Studios. Und dann. Aber du bist noch das Fazit. Ach so, ja, hab ganz vergessen. Ja, das war auf dem Weg raus. Das, Fazit zur Poutine. Leute, ist hin und weg und begeistert. Also ich muss ja sagen, ich mag Poutine eigentlich nicht und die war jetzt überraschend lecker, soweit eine Poutine lecker sein kann. Ich kann es nicht leiden, wenn Pommes in Soße sind, egal was für ein Gericht es ist. Ich kann es auch nicht leiden, wenn ein Schnitzel mit Soße serviert wird und da schwimmen die Pommes drin. Grausig. Also deshalb ist, glaube ich, meine Abneigung bei Poutine so ein bisschen vorhanden. Ja, aber die Soße für sich genommen? Die Soße für sich genommen war hier sehr lecker. Und sie hatte auch nicht diese gruseligen Pseudokäsestücke drin, sondern eine Käsesoße. Was das war geschmolzener Brie-Käse, der richtig, ja, richtig geschmolzen war. Das fand ich dann recht lecker. Ja. Also für eine Poutine war sie so die beste, die ich da je probiert habe. Würde ich mir jetzt zwar trotzdem nicht bestellen, aber es war doch ganz gut. Ja, ja, ich fand es super lecker. Für mich gehört zu den Highlights der Sachen, die wir heute probiert haben. Es war eine riesige Portion für so ein Brot. Man muss dazu sagen, an dem Stand gibt es immer Poutine. Das ist jetzt nur eine besondere Sorte, die es zum Food & Wine Festival gibt. Ja. Und da sind die Portionen etwas größer. Kostet allerdings auch mehr als die anderen Food & Wine Festival Sachen, die ja meistens zwischen 4,50 Dollar und 6, 7 Dollar liegen. Kostet, glaube ich, 9 Dollar. 9, ja. Aber war auch wirklich eine große Portion. Hätte ich die allein gegessen, hätte ich noch zwei Snacks gebraucht und wäre dann eigentlich satt gewesen. Also ich fand es super lecker. Ganz andere Art. Und trotzdem hat es was von einer klassischen Poutine, also beides vertreten. Und ja, war schön. Doch. Und ja. Glücklich und zufrieden. Und ja. Ich klaue dir jetzt mal dein Messer. Das brauchst du, glaube ich, jetzt nicht mehr. Also, mein schönstes Mitbringsel. Also, wie ich da drauf komme, ich zeig's euch. Wir sind nämlich natürlich vernünftig unterwegs. Viele Leute holen sich hier an jedem Stand beim Food & Wine Festival, bei jedem Snack, den sie sich holen, neues Besteck. Das ist eigentlich vollkommener Quatsch. Disney schreibt auch extra dazu, ist super reusable am nächsten Stand. Und ja, so ist es auch. Also bitte, wenn ihr hier seid, nehmt euch das Besteck nicht zehnfach neu, sondern nehmt eins am Anfang des Tages, macht es immer ein bisschen sauber und nehmt es mit. Kein Mensch braucht 10 Plastikgabeln und 10 Plastikmesser an einem Tag. Und wir sind nur nicht so die super Öko-Freaks oder so, aber das ist einfach vernünftig. Hier ist noch Alice. Ja, das war heute sehr traurig. Hinten im Pavillon ist ja Puh, seit einer Weile wieder. Ja. Und da habe ich eine Weile gesessen, ja, und da war kaum was los. Ja, schade. Ich bin da die ganze Zeit übersehen, der arme Bär. Ja, obwohl es wirklich ein super tolles Meet and Greet in Christopher Robins Zimmer ist. Das ist ganz toll gemacht. Ja. Das ist echt schade. Und auch schöne Interaktion. Also, ja, wenn ihr in nächster Zeit hier seid, solange das Meet and Greet offen ist, stattet Puh einen Besuch ab. Der war wirklich teilweise gelangweilt und hat schon mit dem Cast-Member vom KitKat dann ein bisschen rumgespielt, weil er enttäuscht war, dass ihn keiner sehen wollte. Das ist schade. Gut, wir sagen tschüss, Epcot. Ja.
Ja, wir sind gerade beim Tower, stehen kurz in der Fastpass-Schlange, es geht auch schon weiter. Wir wollten uns noch mal kurz melden, dass wir Fantasmic jetzt doch nicht geflockt haben. Das haben wir. Ja, wir haben uns gedacht, wir schauen es lieber selbst an. Es gibt genug gute Videos von Fantasmic online, die besser sind als mit der Osmo aufgenommen. Und da schauen wir selbst und vloggen lieber so weiter, wie wir das alles erleben und nicht einfach eine Show nochmal abgefilmt. Genau. Das war gestern ein bisschen was anderes bei Epcot Forever, weil es so neue Show war, aber es gibt tausende von Fantasmic-Videos online. Und wenn ihr es sehen wollt, dann schaut einfach nach diesem Video ein anderes Video. Genau.